Die Ausbildung dauert 3 Jahre, man kann aber auch mit guten Leistungen in der Schule sie auf 2,5 verkürzen. Der Job des Vermessungstechnikers ist es, Punkte höchst genau zu bestimmen. Ohne uns gäbe es keine Karten und auch keine Navis. Also auf jeden Fall sollte man halt Wissen über Trigonometrie, Dreiecks- und Winkel- und Massenberechnung mitnehmen und halt mindestens in der Schule einen guten Dreierschnitt haben in Mathe. Bevor es losgehen kann, müssen zunächst die Unterlagen vorbereitet werden. Für die Unterlagenvorbereitung müssen wir zunächst Daten des Auftrages in ein Programm eingeben. Danach müssen wir verschiedenste Unterlagen und Karten zusammensuchen und diese danach ausdrucken. Hier seht ihr, wie wir ein Gebäude vermessen. Dafür müssen wir zunächst das Tachymeter stationieren, das heißt den Standpunkt des Tachymeters ermitteln. Danach können wir die Gebäudeecken anzählen und so die Koordinaten des Gebäudes ermitteln. Hier machen wir eine Topaufnahme, das heißt, wir nehmen die Topografie, also die Geländeform des Regenrückhaltebeckens auf. Dies ist eine Kanalaufnahme. Hierfür wird der Kanal in Höhe und Lage höchst genau bestimmt. Dafür werden wir zunächst mit dem Nivelliergerät die Höhe des Kanals bestimmen. Anschließend werden wir mit Hilfe des Tachymeters und dem Kanalmessstab die Ablauf- und Zulaufpunkte in dem Kanal höchst genau bestimmen. Wir sind sehr oft auf Baustellen, um, wie in dem hier gesehenen Beispiel, eine Fernwärmeleitung aufzunehmen. Ich persönlich habe mir den Ausbildungsberuf ausgesucht, weil ich halt sehr gerne draußen arbeite und ich halt nicht mein Leben lang im Büro hocken möchte. Das Arbeitsumfeld bei der Stadt ist auf jeden Fall sehr positiv. Der Chef ist sehr freundlich, Mitarbeiter auch und auch sehr zuvorkommend.